Hallo! Dieses Video geht darum, wieso man Menschen verändern darf, manifestieren darf und es sogar soll. Es ist in der deutschen Manifestations-Community immer noch so gang und gäbe, ja, du darfst andere nicht verändern, du darfst andere nicht gegen ihren Willen manifestieren, du kannst nicht deine spezielle Person, du kannst nicht eine spezielle Person manifestieren. Und ich habe es in, hallo Manu, ich habe es in ein paar von meinen Videos immer mal wieder gesagt, und zwar, ja, du darfst das, du manifestierst die ganze Zeit andere Leute. Und ob du das jetzt bewusst machst oder unbewusst machst, es ist einfach, du tust es. Wir machen das alle. Niemand kann sagen, ich manifestiere niemanden oder ich greife nicht in die Persönlichkeit von anderen Menschen ein und ich lasse die anderen so sein, wie sie sind. Du kannst es nicht lassen, andere Leute zu manifestieren. Du kannst es nicht lassen, andere Leute in deinem Leben zu dem zu machen, was sie sind. Und jetzt wird es Zeit, dass hier mal Bewusstsein geschaffen wird, dass hier mal Klarheit geschaffen wird. Wie wird denn manifestiert? Wie wird denn ein Mensch in ein Leben gezogen? Wie kommt es dazu, dass sich Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen ergeben? Und was hast du damit zu tun? Und jeder hat alle, jede einzelne Beziehung, die er hat, selber manifestiert, selber kreiert, zu dem gemacht, was sie ist. Und wenn wir da aufhören, diesen Vorhang drüber zu legen und zu sagen, nee, jeder ist einzeln, jeder ist separat von mir, jeder ist außerhalb von mir, jeder macht, was er will, soll doch jeder machen, was er will. Jeder macht in deinem Leben das, was du glaubst, was er macht. Jeder ist in deinem Leben das für dich, was du glaubst, was er für dich ist. Und das ist so, so wichtig, dass dein Verstand das mal versteht. Weil dann kannst du endlich Beziehungen erschaffen, Menschen in dein Leben erschaffen, reinziehen, die dir wirklich gefallen. Aber dazu muss dein Kopf verstehen, wie Energie funktioniert. Energie ist alles. Alles in diesem Universum ist zunächst mal Energie. Das heißt, Energie ist unsichtbare Information. Unsichtbare Information. Du siehst es nicht, es ist noch nicht manifest, es ist noch nicht zum Anfassen, es ist noch nichts Objektives, es ist noch kein Objekt. Aber es ist da. Du kannst nicht ohne Energie sein. Und du kannst nicht sein, ohne dass die Energie informiert ist. Die Energie ist immer mit dir informiert. Dein ganzes Leben ist mit deiner Energie informiert. Sobald du im Spiel bist, geht's um dich. Sobald du am Leben bist, geht's um dich und um deine Energie. Du kannst es nicht verhindern. Du bist dieses energetische Wesen. Du bist der Generator jeglicher Energie. Und welche Energie du gerade generierst, zeigen dir die Menschen. Jeder Mensch zeigt dir, wie du gerade drauf bist, was du gerade denkst, wie du dich gerade fühlst. Und das Ganze ist, als wer du gerade hier durchs Leben gehst. Als das Opfer, als die Frustrierte, als die Deillusionierte, als die Abgelehnte, als die Nicht-Geliebte, als die nicht das bekommt, was sie möchte, als die, die immer wieder enttäuscht wird. Du kannst es nicht ändern. Du bist jeden Moment deines Lebens irgendwer. Und
Alle Menschen da draußen sind in jedem Moment deines Lebens irgendwer in deinem Leben. Aber das entspricht dem, was du gerade bist, was du gerade für eine Energie hast. Und das sind doch so gute Neuigkeiten. Du kannst es ändern. Du kannst jeden Moment deines Lebens, kannst du von frustriert zu motiviert wechseln. Von ängstlich zu mutig. Das ist nur ein Gedanken weit weg. Es ist nur eine Ansicht weit weg. Es ist nur eine Überzeugung weit weg. Und jeder andere Mensch in deinem Leben spiegelt dir, wer du gerade bist. Und wenn du eine Person bist, die andere Menschen als unterstützend sieht, liebevoll sieht, als Fürsprecher sieht, dann werden die Menschen in deinem Leben sich dementsprechend dir gegenüber verhalten. Das ist die Regel der Energie, das ist die Regel der Manifestation, das ist die Regel, das ist das Gesetz des Universums. Und das kann niemand brechen. Niemand kann sagen, ich manifestiere die Menschen da außen nicht. Ich manipuliere nicht, ich gehe nicht und verändere Menschen. Aber das, was du über andere Menschen denkst, ist schon das, dass du manifestierst den anderen. Ist schon das, dass du eingreifst in das, was jemand anders ist. Weil du es nicht tun kannst. Weil wir hier so sind, dass wir unser Universum mit allem, was da drin ist, kreieren und manifestieren. Und dir bleibt nur eine einzige Wahl. Und die ist zu sagen, gut, wenn es so ist, dann möchte ich es doch zum Höchsten, zum Schönsten und zum Besten. Und dann musst du aussteigen aus, das ist ein Arschloch, der ist gemein, der hat mich verletzt, der ist ungerecht, das ist irgendwie nicht ein guter Mensch. Du machst es. Du bist da und sagst, ja, ich greife nicht in den Seinszustand anderer Menschen ein. Aber schon alleine nur der Gedanke, dass du sagst, der ist nett und der ist blöd. Den mag ich und den mag ich nicht. Das ist ein böser Mensch, das ist ein guter Mensch. Damit manifestierst du diese Menschen. Damit bist du verantwortlich dafür, dass es in deiner Welt böse Menschen gibt. Da bist du verantwortlich dafür, dass es in deiner Welt Menschen gibt, die gegen dich sind. Dann bist du verantwortlich dafür, dass du abgelehnt wirst, weil du hast ja all diese Menschen in dein Leben generiert und kreiert. Und wenn du jetzt diesen Prozess, dieses Prinzip, diese Energetics verstehst, dann ist es dir sonnenklar, dass wenn du da draußen Menschen haben möchtest, die dich wertschätzen, die dich lieben, die dich unterstützen, musst du diejenige sein, die solche Menschen da draußen sieht. Und wie kannst du solche Menschen da draußen sehen? Nur indem du es selber bist, indem du selber wertgeschätzt bist. Wenn du ein Mensch aus eigener Entscheidung heraus, wenn du entscheidest, ich bin wertvoll, ich bin ein Mensch, der ist wertgeschätzt, dann braucht es da draußen Wertschätzer. Und nur wenn du dieser Mensch bist, im tiefsten deines Inneren, kannst du diese Wertschätzer erkennen. Wenn du ein schwarzer Mensch bist, sage ich mal, wenn wir mit Farbe sprechen, ja, du glaubst, du bist schwarz, ja, du glaubst, du bist ein schwarzer Mensch. Was siehst du dann? Dann siehst du schwarze Menschen da draußen. Guten Morgen, Petra. Ich hoffe, dir geht's besser. Dann siehst du schwarze Menschen da draußen, weil dein Fokus ist auf schwarz, wenn wir nur Farben nehmen. Und dann läufst du durch die Welt und dann fallen dir genau die gleichen Menschen auf, die so sind wie du.
Du suchst sie ja quasi. Das ist der energetische Match, den du unterbewusst suchst. Und deswegen sind dann plötzlich schwarze Menschen. Wenn du aber jetzt entscheidest, ich bin ein rosa Mensch. Ich bin rosa. Rosa, ich liebe rosa. Rosa ist das, was mich ausmacht. Rosa ist das, was ich bin. Dann gehst du durch die Welt und es fallen dir rosa Menschen auf. Es fällt dir alles auf, was rosa ist. Du ziehst alles an, was rosa ist. Und es ist so, so klar, dass wenn du ein Mensch bist, der gesund ist, der wertgeschätzt ist, der ist in Ordnung, der ist richtig, dann ziehst du Menschen an, dann fallen dir Menschen auf, dann hast du nur Menschen in deinem Umfeld, wo du sagst, boah, die sind wertschätzend, die sind unterstützend, die sind liebevoll, weil ich das bin, weil mir das entspricht. Und deswegen fängt es bei dir selber an, dass wenn du selber sagst, ich bin die, die ich im Außen sehen will, dann ist es die Arbeit an dir. Wie kann ich diese wertvolle Frau werden? Wie kann ich diese großartige Persönlichkeit werden? Wie kann ich die gewollte, geliebte und erwünschte werden? Das ist dann die Frage. Und wie kannst du die werden? Indem du weißt, dass du sie schon bist. Indem du weißt, dass du nur das bist, dass du nur die Energie bist, die du generierst. Und wie generierst du Energie? Durch deine Gedanken. Deine Gedanken sind deine Annahmen, deine Gedanken sind das, was du über Dinge glaubst, deine Gedanken sind das, was du rückfolgerst, deine Gedanken ist das, was du von dieser Welt glaubst, deine Gedanken ist einfach deine Ansicht. Und die ist frei. Du darfst sie frei wählen. Du musst keine Ansichten teilen. Du musst auch keine Ansichten teilen, zum Beispiel der XY ist ein fieser, gemeiner Mensch. Und wenn es 100.000 Geschichten gibt, die man sich erzählt über den XY und plötzlich weiß, boah, das ist ein fieser, gemeiner Mensch, dann kann dieser XY dein größter Cheerleader und Unterstützer sein, wenn du es in ihm sehen kannst. Und das ist diese Trickiness, dieser Energie, dieser Ansichten, die du generierst. Und das im ersten Schritt in deinem Köpfelein zu verstehen und zu sagen, ja, das ist Energie. So kommt Energie zustande, weil woher kommt meine Energie? Woher kommt denn alles, was da ist? Es kommt aus meiner Ansicht. Es kommt aus mir, weil ich werde von niemandem und von nichts gezwungen, eine Ansicht zu übernehmen über einen Menschen. Ich kann frei entscheiden, das ist mein freier Wille. Ich muss nirgendwo mitgehen, ich muss nirgendwo dabei sein, ich muss nirgendwo mich eingliedern und unterordnen, wo ich nicht sein möchte. Und das ist wiederum Leadership, das ist wieder Führen. Du bist ein Gedankenführer und wenn du ein Gedankenführer bist, mit deinen Ansichten, mit deiner Wahrnehmung, dann bist du ein energetischer Führer und wenn du energetisch führst, dann bist du eben auch magnetisch und dann ist in deinem Raum eben nur das, was zu deiner Energie passt. Also kommt es immer wieder zurück auf dich und so viele Menschen, ich eingeschlossen, verschwenden Zeit, Energie, Aufwand darin herauszufinden, was im Außen gekauft, gerade in Weihnachten, gebracht, manipuliert, kontrolliert, gekauft werden kann, damit ich mir erlauben kann, auf eine gewisse Art und Weise zu denken und zu fühlen. Und das brauchst du nicht. Du brauchst nichts anderes als dich selber. Du brauchst nichts auf dieser Welt, kein Symbol,
kein Erlaubnisgeber, nichts. Du brauchst nur eine Entscheidung. Und wenn du das verstehst, dass Energie eben so ist und dass alles andere, wo du glaubst, dass du haben musst, wo du glaubst, dass du kriegen musst, um zu, all diese Erlaubnisgeber, die geben dir einfach nur die Erlaubnis, eine Entscheidung zu treffen. Aber du kannst Entscheidungen einfach so treffen, weil sie dir entsprechen. Du kannst Entscheidungen so treffen, weil sie der Energie entsprechen, die du sein möchtest, die du raustragen möchtest, die du verkörpern möchtest. Dazu brauchst du keinen einzigen Erlaubnisgeber. Du brauchst niemanden, der dir sagt, wie toll du bist. Du brauchst niemanden, der dir sagt, du kannst das. Du brauchst eigentlich keinen einzigen Cheerleader. Du brauchst niemanden außer dich alleine. Du kannst dir die Erlaubnis geben, die Person zu sein, die sich für dich gut anfühlt. Und das Tricky ist, da komme ich fast nicht hin, weil ich so viele Geschichten in meinem Kopf habe, weil ich so viele Zusammenhänge in meinem Kopf habe, weil ich so viele alte Überzeugungen in meinem Kopf habe, die mir immer wieder sagen, nein, du bist aber schon damals so eine Egoistin gewesen und du kannst doch jetzt nicht einfach von heute auf morgen sagen, du bist keine Egoistin mehr. Doch, das kannst du. Weil was ist denn schon eine Egoistin? Was ist ein Egoist? Ja, das sind alles solche Überlegungen, die macht man sich nie. Ich will keine Egoistin sein. Also, wenn ich egoistisch bin, dann schaue ich nur für mich. Also möchte ich das nicht sein und ich schaue nicht für mich, ich schaue für die anderen. Und schon bist du aus deiner Schöpferkraft draußen, schon machst du Zeug, das du niemals aktiv entschieden hast, schon generierst du und manifestierst du Sachen, die du eigentlich gar nicht willst. Und im Außen hast du dann wieder eine Welt, hast du wieder Situationen, hast du wieder Sachen, die du eigentlich gar nicht möchtest. Und dann sagst du, ja, aber das sind die, die da draus machen das. Der ist halt so schlecht und der ist so gemein und das ist so ein Egoist, ja, weil dann siehst du nämlich auch die Egoisten im Außen, dann sind alles Egoisten, weil du ja keine Egoistin sein willst. Aber in dem Moment, wo du da draußen Egoisten siehst, dann weißt du, oh scheiße, ich bin eine Egoistin. In dem Moment, wo du da draußen böse, gemeine, hinterhältige Menschen siehst, dann gehst du davon aus, dass hier böse, gemeine, hinterhältige Menschen am Werk sind. Also ist es an dir, eine Position einzunehmen, eine Identität einzunehmen, die du dir frei wählen darfst. Du darfst frei wählen, als wer du über diese Welt gehst. Frei. Jeden Moment frei wählst du. Und es ist scheißegal, wer du gestern warst, wer du vorgestern warst. Es ist scheißegal, was in deinem Leben passiert ist, was man dir angetan hat, was für Schmerzen du bekommen hast, was für Verletzungen du noch in dir trägst. Du musst von dieser ganzen Sache keinen Rückschluss darauf ziehen, wer du wirklich bist und wer du sein kannst, wie du wirken kannst, welche Energie du generieren kannst. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du dich als energetisches Wesen wahrnimmst, dass du diese Zusammenspiele der Energie erkennst, dass du wirklich erkennst, dass jeder Gedanke die Energie generiert, die du in deinem Körper fühlst, als Emotionen, als Energy in Motion. Ja? Emotionen sind Energy in Emotion und Energy sind unsichtbare Informationen. Das ist Energie. Und die unsichtbaren Informationen kommen nur von dir. Nur von dir. Da ist kein Energiefeld, das sich ergibt oder zusammensetzt, ohne dich. In deiner Welt ist es unmöglich, dass sich ein Energiefeld zusammensetzt, ergibt, das du nicht generiert hast. Dass eine äußere Energie, jetzt gerade in den Rauhnächten und so weiter und so fort, haben ja Leute Vorstellungen, dass sich eine Energie
von außen ergibt auf einen und man ein äußeres Energiefeld hat. Aber letztendlich ist es das, was du glaubst. Und wenn du glaubst, das sind äußere Energiefelder, dann sind es dennoch die Energiefelder, von denen du überzeugt bist. Also ist es deine Energie. Also bist du im Prinzip absolut autark und autonom. Aber das musst du für dich klarkriegen, das musst du für dich annehmen. Du musst für dich tatsächlich erkennen, dass egal woher der Impuls für dich kommt, ob der aus deinem Wunsch kommt oder aus einer Konditionierung, es ist deins. Und du hast keinen Zwang, niemand und nichts auf dieser Welt kann dich zwingen, Energien anzunehmen, Energien zu duplizieren, immer wieder zu reproduzieren, die dir nicht gefallen. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du so frei und kannst für dich Energien generieren, die genau das manifestieren, im Außen zeigen, was dir gefällt und was dir entspricht. Aber solange du hier irgendwo noch glaubst, Form ist relevant, Zeit ist relevant, Ort ist relevant und dein Denken sich immer wieder darauf bezieht, kommst du nicht in ein Denken, das bedingungslos ist, das positiv ist, das herzlich ist, das genau dem entspricht, was du eigentlich in dieser Welt haben und sehen willst. Und das sind doch so geile Good News. Du bist frei. Du musst nichts machen, annehmen, tun, reproduzieren da draußen, was dir angeboten wird. Und du kannst einfach sagen, nee, das glaube ich nicht. Nee, das denke ich nicht. Ich denke immer aus der höchsten, besten, schönsten, liebendsten Perspektive. Und zwar ohne einen Grund, ohne eine Bedingung, ohne irgendetwas außerhalb von mir, einfach nur, weil ich in mir selber die größte Liebe, das Schönste, das Tollste, das Beste für mich und andere Menschen wünsche. Und dann muss ich so denken, dann muss ich diese Energie generieren, dann muss ich mich auschecken da draußen. Dann muss ich aufhören, Dinge zu tun, die andere machen oder die meine Familie schon ewig gemacht hat. Dann muss ich aufhören, eben auch zu glauben, dass ich andere Leute nicht kreiere, manifestiere, obwohl ich es ja schon die ganze Zeit tue. Du hast ein klares Bild von dir. Du hast ein klares Bild von deiner Welt. Du hast ein klares Bild von den Mitspielern in deinem Leben. Und wenn du das anders haben möchtest, brauchst du ein neues, klares Bild. Und das darf auf dem weißen Papier, auf der weißen Leinwand entstehen. Weil niemand ist anders, wenn du seine Konditionierungen wegnimmst. Dann da sind wir alle gleich. Und das ist der Bereich, wo ich sage, in unserem göttlichen Design, in unserem Divine Design sind wir alle gleich. Aber dadurch, dass wir diese ganzen Vorstellungen immer wieder rauspflanzen, ja, egal ob es Vorstellungen von Blumen, von Pflanzen, von Bäumen sind oder Vorstellungen von Menschen, wachsen die wieder. Und so sähen wir das Böse, das Unerwünschte, das Schlechte, das Unangenehme. Und wir müssen aufhören, das zu kultivieren, das zu säen. Und dafür müssen wir uns 100% zurücknehmen aus dem, was wir bis jetzt gesehen haben, damit wir es aufhören zu reproduzieren, in eine innere Welt eintauchen und uns und das Leben neu machen. Und das ist meine Ansprache für 2023. Das ist das, was ich die Divine Design Reise nenne. Schmeiß alles in die Tonne, was du nicht haben willst, was du nicht denken willst, was du nicht glauben willst, was dir nicht dienlich ist. Und wenn es die ganze Welt immer noch glaubt und du weißt, es gibt ein Thema, da hat die ganze Welt das Gleiche geglaubt, bis auf ein paar Einzelne. Und
Niemand kann dich zwingen, das zu glauben. Und dann ist es in deiner Welt nicht relevant. Nichts ist relevant. Keine Armut ist relevant, wenn du nicht von Armut überzeugt bist. Du kannst genauso gut davon überzeugt sein, dass in jedem ein Mensch ist, dem Reichtum zusteht. Und jetzt reden wir nicht von Reichtum an Geld, sondern wir reden von Reichtum wir reden von Reichtum an Energie. Jedem Menschen steht ein Universum voll an Reichtum, an Energie zu, weil er sie selber generiert. Wenn das jetzt jeder Mensch wüsste, wie er das macht, weil es ist ja nur ein Wissen, ein Verstehen, ein Umsetzen, ein Generieren. Wenn jeder Mensch das wüsste, gäbe es doch keine Armut. Aber jetzt weiß es nicht jeder Mensch und deswegen glaubst du, dass es nicht jeder weiß. Und deswegen siehst du Armut. Es ist so tricky. Ich weiß, aber du musst alles als Energie sehen. Magst du dazu mal eine Meditation geben? Was meinst du für eine Meditation? Ich kann zu Meditation kann ich noch mal was sagen. Meditation ist genau das. Das ist das Auschecken aus den äußeren Einflüssen, aus dem globalen Denken, aus der hauptsächlichen Meinung. Wenn du meditierst, dann checkst du aus. Und das Witzige ist ja, Meditieren ist tatsächlich nur ein Auschecken von außen nach innen. Und die Meditation, die ich dir geben kann, die gar nicht lange dauert, heißt, bam, ich bin ausgecheckt. Klick, ich bin ausgecheckt. Ich bin bei mir. Das ist die leichteste und es ist die schönste und es ist die schnellste Meditation, die du machen kannst. Und ich bin bei mir und ich bin da, wo alles in Ordnung ist. Weil ich entscheide mich, dass ich jetzt und hier alles in Ordnung sehe. Mich, die Welt, die Menschen in dieser Welt. Ich lüfte den Schleier, ich lüfte den Mantel aller Konditionierungen, aller Vorstellungen, aller Gedanken, aller Zusammenhänge, aller gemeinhin geltenden Überzeugungen. Ich lüfte den Schleier. Und was bleibt? Perfektion. Wenn ich den Schleier der Unordnung lüfte, wenn ich den Schleier des Chaos lüfte, wenn ich den Schleier der Negativität lüfte, bleibt das, was die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit ist. Da bleibt Divine Design. Da bleibt es. Dann fühle ich das. Dann ist es da. In einem Moment kann ich raushüpfen aus diesem ganzen zusammenhängenden, analytischen, logischen Leben, das in Begrenzungen denkt und reinhüpfen in ein energetisches Leben, in meinen energetischen Seinszustand, in meine Urenergie, in meine Geburtsenergie, in meine göttliche Energie. Und das ist so, so schnell zu machen. Von einem Moment auf den anderen kann ich aus einem unerwünschten Zustand, mit einem Schnipp komme ich in einen erwünschten Zustand. Und dann geht es nur noch darum, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe, ich bin stabil. Ich weiß, dass ich Zustände generiere und kreiere durch die Energie, die ich aussende. Und die Energie, die ich aussende, sind meine Gedanken und meine Überzeugungen. Und die kann ich fokussieren, die kann ich kontrollieren, die kann ich frei wählen. Und die wähle ich aus der höchsten Perspektive, die heißt, es ist in Ordnung. Es herrscht Liebe. Es herrscht Perfektion per se. Da ist nichts mehr dazu zu tun. Es ist da. Und diese Art von Mantra, von Selbstgespräch, von Affirmation muss ich mir beibringen aus dieser höchsten Perspektive. Und dann gibt es neue Energie, dann gibt es neue Informationen, dann ordnet sich. Dann gibt es vielleicht kurz Chaos.
Ja, da gibt's Chaos, weil alles löst sich auf, ja, alles Alte, das ist irgendwie, hat keine Zusammenhänge mehr. Alles, was mal logisch war, das löst sich und geht auf und plötzlich habe ich das Gefühl, es ist Chaos. Aber es ist Chaos, das sich lüpft. Ja, genau, Petra, es ist Chaos, das löst sich, das löst sich auf. Und hinter diesem Chaos, hinter dem Mantel des Chaos, hinter diesem allem bin ich. In meinem Divine Design, in meiner Wahrhaftigkeit, in meiner Fehlerfreiheit, in meiner Schuldfreiheit, weil Fehler gibt's nur in Relation zu meinem Denken, Schuld gibt's nur in Relation zu meinem Denken. Und wenn das alles, bam, aufgesprengt ist und nicht mehr relevant ist, dann komme ich in eine unglaubliche Ruhe. Dann komme ich genau in den Zustand, den ich mir so, so wünsche, der scheinbar in Abhängigkeit von Geld, von Urlaub, von was weiß ich nicht was, den ich mir erlaube. Aber jetzt kann ich verstehen, dass dieser Zustand, den ich möchte, nicht in Abhängigkeit von irgendetwas ist, in keiner Relevanz zu irgendetwas im Außen steht, in keiner Relevanz zu irgendetwas außerhalb von mir ist. Die einzige Relevanz in meinem Leben habe ich, weil ich bin der relevante Generator meiner Energie, alias meiner Gedanken, meiner Vorstellungen und meiner Überzeugungen. Und es ist so simpel. Es ist so simpel, aber ich muss mir mal die Zeit nehmen, das anzuschauen und zu sagen, wow, das ist tatsächlich so. Ich habe es schon immer irgendwie vermutet und jetzt, wo ich genauer hinschaue, gibt es keine andere relevante Macht, Kraft, Energie in meinem Leben, in meinem Universum, in meinem Körper als ich. Letztendlich das letzte Wort hab immer ich. Und auch wenn ich dir jetzt hier diese Dinge sage, ich kann dich ja nicht zwingen, mir zu glauben. Niemand kann dich zwingen, zu glauben. Du glaubst einerseits in deinem Kopf, weil es sich logisch anhört, und andererseits glaubst du in deiner Wahrhaftigkeit, weil dieses Wissen ist ja schon lange da. Nur die Meisterschaft ist jetzt darin, dieses Wissen als das alleinige Wissen gelten zu lassen und dich immer an diesem Wissen zu orientieren. Es sind quasi wie zwei Welten. Ich sage, es ist einmal die limitierte Welt, die aus dem menschlichen Denken, aus der menschlichen Analytik heraus entstanden ist. Und dann hast du die Wahl zwischen der anderen Welt. Und zwar nennen sie Quantenwelt, nennen sie göttliche Welt, nennen sie unendliche Welt, die Welt der unendlichen Möglichkeiten, die Welt der Energie. Das ist ja eigentlich das Simpelste, wenn du dir vorstellst, die Welt, in der alles unsichtbar, ohne Form, ohne Zeit, ohne Raum und ohne Ort ist. Und in dieser Welt passiert Manifestation und Kreation. Und in der menschlichen Welt, das ist nur die Leinwand, wo du es nachher siehst. Und der krasse Shit ist, den du in deinen Kopf kriegen musst, dass diese unsichtbare Welt, dass du das Quantenfeld bist, dass du Gott bist, dass du Schöpfung bist, dass es keine Schöpfung außerhalb von dir geben kann, weil solange du was damit zu tun hast, ist es deins. Und das ist diese Macht, die jeder von uns hat. Nur müssen wir erwachen, also uns diese Klarheit bekommen, dass wir das tatsächlich sind. Und dass wir sagen, okay, bewusst mache ich mir das jetzt. Und bewusst lebe ich das jetzt. Bewusst lebe ich jetzt genau aus diesem Wissen der Energie, der energetischen Zusammenhänge. Und Energie ist ganz, ganz einfach. Energie ist neutral und sie wird informiert durch mich, durch meine Gedanken, Ansichten und Vorstellungen. Simpelst, absolut simpelst.
Und wenn du das jetzt umsetzen magst, dann gib dir Zeit. Gib deinem Geist Zeit und gib deinem Körper Zeit, das zu integrieren. Und wenn das Ganze mal in deinem System, in deinem Mechanismus klar drin ist, ohne zu denken, ja, dann war ich ja schuld oder dann habe ich das ja verursacht, dann ist es ja meins. Nein, du hast es nicht gewusst. Es war dir nicht klar. Du hast unbewusst funktioniert und Energie generiert und Information generiert. Es war unbewusst. Und wenn es unbewusst ist, das ist nicht deine Schuld. Es gibt sowieso nie Schuld. Es gibt nur das, was du letztendlich aussendest, egal ob du warum das so ist. Es hat aber nichts mit Schuld zu tun. Es ist einfach mal da. Und es kann verändert werden durch dich. Wir können unser ganzes Leben verändern. Jeder ist seines Glückes selbst der Schmied. Ja, das sagt ja schon dieses blöde Sprichwort. Und keiner kann was damit anfangen. Ja super, wenn ich jetzt meines Glückes selbst der Schmied bin, wo ist mein Werkzeug? Wie kann ich das schmieden? Wie mache ich denn das? Da drin machst du das. Deine Werkzeuge sind deine Gedanken und deine Vorstellungen. Das sind deine Werkzeuge. Dein Glauben, deine Überzeugungen. Das sind deine Werkzeuge. Das ist das, was letztendlich die Energie ist, die du aussendest, die sich hinterher manifestiert. Es ist so simpel, aber es muss erst vom Kopf in jede Zelle deines Körpers, in einen Normalzustand für dich werden, wo du erkennst, okay, dieser Normalzustand, das ist eigentlich das, was ich schon immer gesucht habe, war, deswegen habe ich den Partner gesucht, deswegen habe ich die Familie gegründet, deswegen habe ich das Business gemacht, deswegen bin ich dorthin gereist, weil ich mir erhofft habe, dass durch diese Dinge, durch diese Taten, durch diese Entscheidungen ich in diesen Seinszustand komme. Und jetzt, scheiße, so rum hat es ja nie funktioniert, weil ich brauche erst die Energie und hinterher kommt das raus. Ich brauche zuerst den Seinszustand, bedingungslos, einfach weil es das ist, was mir entspricht. Und nachher sehe ich das Zeug da draußen. Ich habe mich abgemüht. Ich habe mich outgeburnt. Für nix. Für nix. Nur für kurze, kleine Erfolge. Hat keine Nachhaltigkeit gegeben. Ich habe mich so angestrengt. Ich habe so viel Geld investiert, so viel Zeit investiert. Und es hat nicht funktioniert. Oder nur kurzfristig funktioniert. Und jetzt bin ich wieder unglücklich. Jetzt bin ich wieder allein. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich muss was anderes machen. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich muss irgendwas suchen gehen da draußen, was mir hilft. Aber du musst dich selber erkennen. Und die einzige Hilfe ist, dass dir das jemand zeigt, wie du dich selber erkennen kannst. Aber das musst du auf deine Art und Weise machen. Es gibt nichts diesbezüglich, was du abschauen kannst, was du lernen kannst von anderen, sondern du kannst Inspirationen bekommen und du kannst es für dich selber integrieren. Und dann ist es da, dann bleibt es, dann ist es nicht mehr flüchtig, dann ist es ein Seinszustand, der dir entspricht. Und das ist der Weg, das ist die Reise. Und du kannst so viel Zeit sparen, wenn dir das aufgeht im Kopf, wenn du das in dir spürst, in der Resonanz, dass alle Kurse, alle Therapien, die dir irgendwie sagen, dass es einen Einflussfaktor im Außen gibt, dass es eine Energie im Außen gibt, dass es etwas gibt, was außerhalb von dir ist, dass du nicht entscheiden kannst, dass du einfach annehmen musst, dass du einfach hinnehmen musst. Das ist nicht so. Und ich weiß, es ist schwer. Ich habe gestern mit einer Kontakt gehabt. Das sind so schlimme Geschichten, die ich gerne verändern möchte. Aber sie kann eben nur jeder
für sich selber verändern. Und das Einzige, was ich tun kann, ist das Wissen halten, jeder kann es verändern. Jeder kann seinen Zustand verändern. Und gestern hatte ich mit einer Kontakt, der wurden quasi vom Ehemann, vom Ex-Mann, wurden die Kinder weggenommen und wurden die Kinder quasi so manipuliert, dass sie nichts mit der Mama zu tun haben wollen. Und die ist total frustriert, die ist einsam. Und ich habe gesagt, du kannst das verändern. Und sie glaubt es nicht. Sie glaubt es nicht, dass sie das verändern kann. Sie glaubt nicht, dass sie andere Leute verändern kann. Sie glaubt nicht, dass sie verändern kann, wie andere Menschen sie sehen und wie andere Menschen mit ihr umgehen. Aber sie kann es verändern, indem sie eben aufhört, die zu sein, der Dinge weggenommen werden, diejenige zu sein, der man schaden kann, diejenige zu sein, die man verletzen muss, diejenige zu sein, die nicht gut genug ist als Mutter. Und es gibt so, so viele, insbesondere Frauen da draußen, die leiden an ihren äußeren Umständen und wissen nicht, dass sie es verändern können, indem sie sich selber verändern können. Weil sie so gefangen sind in diesen Vorstellungen und in diesen Meinungen und in diesen Ansichten, die einem eben sagen, du kannst andere nicht verändern. Aber jeder ist das, was du ihm siehst. Neville Goddard sagt, everyone is you pushed out. Und dann ist es klar, wenn jeder aus mir heraus entsteht, weil das, wie ich jemand anderen sehe, entspricht dem, wie ich mich sehe. Ich kann nicht jemanden anders sehen, als dass ich sehen kann. Ich kann nur das sehen, was ich sehen kann. Und dann kannst du zurückgehen zum Anfang des Videos, wo ich erkläre, dass du eben, wenn du glaubst, du bist schwarz, dass du halt alles schwarz siehst. Und wenn du glaubst, du bist rosa, dass du alles rosa siehst. Und ich möchte so, so gerne, dass mehr und mehr Menschen das verstehen. Und dann gibt es auch kein Opfertum mehr. Dann gibt es kein Ausgeliefert mehr. Dann gibt es kein Leiden mehr. Und dann gibt es auch nachher keinen Schmerz mehr. Dann gibt es auch keinen Schmerz mehr in deinem Körper. Weil dein Körper ist ja auch nur eine Manifestation von deinen Überzeugungen, von deinen schmerzlichen Überzeugungen. Von den Überzeugungen, dass du eben an diesen Schmerz denkst, dass es deiner ist, der dir zugefügt worden ist. Und dass du dich mit Schmerz identifizierst und jemand bist, dem man Schmerz zugefügt hat, auch wenn es in der Vergangenheit ist. Und da wirklich deinen Kopf hinzutun und zu sagen, es war nur der Schmerz, der Identität damals entsprochen hat, weil ich mich noch nicht rausgelöst habe, weil ich mich noch nicht befreit habe von dieser Vorstellung, dass ich die Tochter dieser Familie bin, in diesem Umfeld, in dieser Kultur. Das ist ja das Allerschwerste, deinem Verstand klarzumachen, dass deine Sicherheit nicht im Außen liegt und generiert wird und von außen gehalten wird, sondern dass all das, was du nachher an Sicherheit im Außen wahrnimmst und bekommst, erst mit dir in deiner eigenen Sicherheit, in deiner eigenen Energie beginnt. Also in diesem Video habe ich dir eigentlich alles erklärt. Wahrscheinlich macht jetzt dein Hirn ein bisschen Tilt. Und entweder wirst du sagen, Bullshit, das ist mir zu heftig, das ist mir zu groß. Oder du erkennst, dass darin die wahrhaftige Wahrheit liegt, unsere Schöpfung, unsere Kreation, unsere Manifestation. Und dass es dich eben krass ermächtigt, dein Leben, dein Körper, dein Aussehen, auch dein Älterwerden, deine Kinder, deine Familie, deine Partnerschaften genau so zu manifestieren, wie es dir entspricht. Aber dazu musst du eben erst du die Entsprechung dessen sein, was nachher aus dir rauskommt. Und das ist die Arbeit. Das ist die Arbeit, auf die ich mich als Coach, also als die es erklärt, wie es geht, und als Mentorin, als die begleitet auf dieser Reise. Danke, liebe Manu. Ein Weihnachtslife, Patricia-Style, oder?
ohne Fluff und ohne Hokuspokus, einfach Energy klar on point, so wie es einfach ist. Und wenn die Energy klar on point ist, dann macht übrigens der ganze Fluff und dieses ganze Hokuspokus auch riesengroßen Spaß. Wenn ich weiß, es ist ein Add-on, ich weiß, Weihnachten, das dekoriert mich, das ist schön. Und ihr wisst ja selber, ich habe Mailand so genossen, diesen ganzen Vibe dort. Eines deiner Besten, würde ich sagen. Oh, wenn das von dir kommt, Manu, dann nehme ich das aber wirklich absolut dankend an, weil du hast ja wirklich schon viele, viele Stunden von mir gehört, von meinen Divine Design Downloads, Channelings, weil aus meinem Hirni kann das ja alles nicht rauskommen, sondern es ist da für jeden von uns zugänglich. Nur wir müssen unser verdammtes Denken dafür öffnen. Und dann fließt die Info, dann fließt die Energie und dann macht es bam, 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 bam. Und dann geht unser Leben auf wie ein Christbaum. Hallo, liebe Denise, wir sehen uns ja gleich. Ich freue mich riesig. Ich habe ein Date mit der wunderbaren Denise nachher hier in St. Moritz. Eine Online-Bekanntschaft, die wir jetzt hier persönlich uns begrüßen dürfen, freue ich mich riesig. Also Leute, let's do it. Lasst uns den Himmel auf Erden kreieren für uns. Lasst uns diese geile Welt manifestieren, weil wir können es, weil wir sind die Generatoren von allem, was wir da draußen sehen. Okay, also, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis ganz bald. Ciao, ciao.